Hi ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es wieder einmal um das Thema Fräser. Und zwar habe ich eine richtig erstaunliche Nachricht, würde ich es jetzt so nennen, bekommen auf Instagram. Und zwar schrieb mich da jemand an von PrettyNailShop24, ein Mitarbeiter, und sagte so, ja, wir haben dein Fräser-Video gesehen und wir fanden das ganz gut. Und da war ich schon so, oh mein Gott, die gucken mein Video? Ich weiß, ich habe keinen kleinen Kanal, aber es ist trotzdem irgendwie immer noch so merkwürdig. Ich meine, ich habe jetzt 21.000 Abonnenten. Erstmal vielen, vielen Dank dafür. Ich bin immer erstaunt, wie viele Menschen meinen Kanal abonnieren und sich für die Sachen interessieren, die ich zeige. Es ist immer noch irgendwie so unwirklich, obwohl ich das jetzt schon länger mache. Auf jeden Fall haben die mich angeschrieben und haben gesagt, dass die meine Kritik gut fanden, wo ich schon dachte, huch, okay, ich dachte, jetzt käme eigentlich ein Anwalt oder irgendwie sowas, ne? Weil manche Firmen können damit nicht so gut umgehen. Aber PrettyNailShop ist wirklich sehr, sehr gut damit umgegangen. Die haben sich meine Kritik und natürlich nicht nur meine, sondern auch die Kritik von Kunden zu Herzen genommen und haben ihren Fräser verbessert. Und ich muss ganz ehrlich sagen, das sind Unternehmen, die mir gefallen. Die nehmen die Kritik ihrer Kunden und machen daraus was Gutes. Ja, und dann fragte er mich, ob ich denn den neuen Fräser, den sie jetzt auf dem Markt haben, viele haben es vielleicht schon gesehen, testen möchte. Und ich habe direkt gesagt, natürlich, klar, weil wenn ich bei dem anderen etwas negative Sachen sage, übrigens für die, die das Video noch nicht kennen, ich verlinke es euch gerne hier oben bei dem kleinen i oder unten in der Infobox, dann könnt ihr euch das gerne nochmal anschauen. Denn der Fräser ist bei mir nicht so gut weggekommen und deswegen hatte ich auch ein bisschen Angst, als er mich anschrieb. Und ja, ich habe den neuen Fräser hier, es ist der hier und ich muss sagen, allein die Verpackung ist schon, ja, sehr schick. Mit sowas kann man mich immer sehr, sehr locken. Und ich zeige euch jetzt den Unterschied zum anderen, was verbessert wurde und wie ich ihn finde. Und das ist natürlich, obwohl ich ihn auch gesponsert bekommen habe, klar, das kriegt man so als YouTuber, ist es meine ehrliche Meinung, denn ich möchte euch keinen Scheiß erzählen, sondern ich möchte meine Erfahrung rübergeben und meine, ja, Ansicht. Und es bringt mir natürlich nichts, wenn ich mich kaufen lasse. Dann glaubt ihr mir irgendwann sowieso nicht mehr. Deswegen, das ist jetzt meine ehrliche Meinung zu dem Fräser und ich zeige euch jetzt den Unterschied. Oh, ich habe die Fräser immer auf den Boden gestellt, denn der Boden ist braun und ich finde, das gibt einen guten Kontrast auf, als auf dem weißen Tisch. Das ist der alte Fräser, um den es in dem alten Video geht. Wundert euch nicht, dass ich die Handschuhe anhabe. Meine Nägel sehen durch, ja, Geknibbel und Geknabber psychisch bedingt leider nicht so gut aus. Und deswegen möchte ich lieber die Handschuhe anhaben. Also wundert euch nicht, dass ich in dem Video die Handschuhe anhabe. Das ist der alte, wie ihr sehen könnt. Da steht auch Jollyfin Tritor drauf, der war das. Das ist jetzt genau das gleiche Modell. Jetzt heißt der aber Jollyfin Laveni Fräser. Ich habe ihn jetzt schon ein bisschen länger hier und teste ihn auch aktuell. Habe ihn jetzt schon ein paar Mal benutzt und bin auch sehr positiv begeistert. Komme ich aber gleich zu. Erstmal das Aussehen. Ich finde ihn sehr, sehr schön vom Design her. Er ist so schmal, länglich geformt. Finde ich sehr toll. Das sieht immer so ein bisschen klobig aus, so ein eckiges Teil. Und deswegen überzeugt das Design einfach schon mal. Mit dabei ist eine Handauflage für das Handstück, also quasi so ein Plastikding, wo man das Handstück so reinlegen kann. Ich finde es immer blöd, es ist immer zusätzlich was auf dem Tisch, deswegen habe ich das direkt weggelassen. Aber er hat hier oben drin, mal gucken, dass ich in der Kamera bin, genau, so ein Loch. Und zwar kann man da wunderschön das Ganze reintun. Hinten hat er auch noch so eine Vertiefung, dass wenn ihr ein Bit dran habt, der Bit nicht aufliegt unten, sondern wirklich in dieser Vertiefung drinne hängt nochmal, die da hinten drin ist. Und dann dem Bit auch nichts passiert und der Druck vom Handstück nicht auf dem Bit lastet. Also schon mal positiv, man kann das hier oben reinstecken. Finde ich sehr, sehr schön. Klar, hier ging das auch an der Seite, aber Leute, schaut es euch an, sieht natürlich viel, viel schöner aus. Das Handstück ist schwarz, finde ich auch sehr, sehr schön. Im Gegensatz zum letzten. Und man kann sehen, das Handstück ist auch viel schmaler. Dadurch, dass es schmaler ist, liegt es, jetzt muss ich mal ein bisschen in die Kamera rutschen, liegt es auch besser in der Hand. Und zugleich ist es auch noch schwerer, was ich sagen muss, viel, viel besser ist. Denn dadurch, wenn es schwerer ist, liegt es besser in der Hand. Und ja, man hat eine bessere Handhabung damit einfach. Und dadurch, dass der gleichmäßig dick ist, vorne natürlich ein bisschen dünn für die Finger, damit man es so anfassen kann, wenn man möchte. Das hat mich bei dem hier auch immer gestört, dass es hinten so dick ist und nach vorne hin dann total schmal wird. Da ist man, also ich bin automatisch immer so komisch nach vorne gerutscht. Und da muss ich sagen, ist bei dem hier viel besser, weil der halt gleichmäßig ist und nach vorne minimal schmal wird. Genau, wie ich schon erwähnt hatte, das Handstück ist deutlich schwerer, was ich sehr, sehr positiv finde. Dadurch liegt der super in der Hand. Dann hat er einen ganz normalen Klickverschluss, wie der andere auch, wo man einfach die Bits oben wechseln kann.
Ja, ich habe nicht das Gefühl, dass er warm wird. Das war ja bei meinem letzten Handstück wirklich so gewesen, dass ich das Gefühl hatte, es ist wirklich heiß geworden und es hat vibriert in der Hand. Was ich sehr, sehr unangenehm fand. Deswegen ist der hier vorne bei mir nicht so gut abgeschnitten, weil er heiß wurde und vibriert hat. Das hat der hier gar nicht mehr. Zudem hatte ich auch noch den Kritikpunkt des Kabels. Und zwar bei dem hier war es einfach so, wenn man das Kabel gezogen hatte, musste man wirklich viel Kraft aufwenden. Alle, die diesen Fräser haben, wissen das ganz genau. Es war immer blöd, das Handstück zu bewegen. Ich kann euch das in der Kamera hier schlecht zeigen. Es war immer sehr, sehr blöd, das Ganze zu bewegen und zu ziehen. Und dadurch, dass das Kabel so sehr gebunden war, war es quasi kürzer, als es eigentlich aussieht, weil man immer so eine komische Spannung auf der Schnur haben musste, damit man die langziehen konnte. Das ist bei dieser hier ganz anders. Ihr könnt auch schon sehen, wenn ich die in die Hand nehme. Schaut euch den Unterschied an. Schaut euch den Unterschied an. Die hier lässt sich viel besser zusammenknüllen und die hier bleibt immer in einer so einer Form. Ja, okay, ihr seht es vielleicht nicht ganz in der Kamera, aber das hier ist viel steifer und das hier ist viel, viel flexibler und lässt sich super auseinanderziehen, ohne viel Kraftaufwand. Ist hinten etwas länger und vorne etwas länger und daher ist das ganze Kabel, ich würde sagen, das Doppelte lang und man hat nicht mehr dieses blöde Ziehen und ja, das haben sie also wirklich sehr gut gemacht. Zusätzlich hat der neue Fräser noch einen Fußpedal und hier könnt ihr sehen diesen Fußabdruck und damit kann man das Fußpedal anmachen. Das ist ein kleines Plastikfußpedal. Ich schaue mal gerade, ob ich es hier habe. Hier habe ich es, also so ein ganz kleines, simples Fußpedal. Das kann man dort anschließen, dann kann man den einfach mit dem Fuß betätigen. Ist für mich jetzt nicht so interessant, aber für manche, die vielleicht sagen, okay, ich arbeite lieber mit einem Fußpedal, finde ich es eine coole Alternative. So kann man einfach, ja, dann sagen, ich kann entweder so oder so arbeiten und kann mir das aussuchen. So, jetzt werde ich die zweimal für euch anstellen, damit ihr einfach mal den Soundunterschied hören könnt. So, den linken neuen Fräser muss man hier unten einmal anschalten, dann leuchtet das Ganze auf. Der ist die ganze Zeit an. Bei dem hatte ich auch manchmal das Problem, wenn ich an den Tisch gekommen bin, dann hat sich das Ganze so ein bisschen bewegt und dann fing an, das Rad vom Fräser sich zu drehen. Also war auch immer ein bisschen negativ. Ich habe den jetzt mal rausgeholt, weil der kann ruhig in dieser Halterung drin bleiben. Da passiert nichts, wenn er sich dreht, aber hier bin ich mir jetzt nicht so sicher, ob da drin was passiert. Deswegen habe ich ihn mal rausgeholt. Ich drehe den alten jetzt mal auf 25.000 Umdrehungen. Der hier hat 30.000. Ich werde es aber gleich auch auf 25.000 drehen, damit ihr einfach mal hören könnt, wie der sich anhört. Jetzt der andere und ich halte das Ganze so daneben, dann hat es ungefähr ja den gleichen Abstand, wie es steht, zur Kamera, damit der Sound natürlich auch nicht verfälscht wird. Also man hört kaum etwas, das Handstück vibriert auch kaum, also es ist, ich habe das Gefühl, der ist fast gar nicht an. Also wenn man den Unterschied hört, beide sind jetzt an. Und das, dann ist das gar nichts. Also super, super leise, finde ich richtig gut, weil das hat manchmal genervt. Vor allem, wenn die Staubabsaugung dann auch noch an ist, hat man so zwei Geräuschpegel, die einen einfach total stören. Und ja, das finde ich schon mal richtig toll. Bei dem Fräser mit dabei waren diese Aufsätze hier. Da ist zum Beispiel ein Nagelhautfräser für die unsichtbare Nagelhaut, dann für oben für die Nagelhaut. Ein ganz normaler Bit, ist auch einer meiner Lieblingsbits. Und dann noch ein paar andere. Und ich muss sagen, der Bit ist richtig, richtig gut. Ich habe ihn schon getestet. Und im Gegensatz zu meinem alten Fräser, dadurch, dass der sehr leise ist, sehr ruhig, nicht so sehr ruckelt, nicht so sehr Druck ausübt auf den Nagel, würde ich es jetzt einfach mal nennen, fräst er sich einfach viel, viel besser und ich habe das Gefühl, der fräst wie Butter. Das sage ich jetzt wirklich nicht, weil die mir den zur Verfügung gestellt haben, sondern es ist einfach so. Also alle, die ihn testen, die werden wirklich zufrieden sein. Dadurch, dass er halt jetzt mehr Umdrehungen hat, das Fußpedal, ja, einfach nicht so vibriert in der Hand, nicht so heiß ist, würde ich sagen, ist er auch wirklich sehr, sehr gut fürs Studio geeignet. Ich hätte mir jetzt keinen neuen gekauft, aber ich bin doch froh, dass ich jetzt den neuen hier habe und den anderen dann an meine Mama weitergebe. Denn die macht sich ja mittlerweile auch die Nägel selber. Und ja, also ich bin eigentlich nur noch happy, dass ich ihn habe, weil der andere war schon manchmal ein bisschen nervig. Und den hier kann ich wirklich guten Gewissens weiterempfehlen. Er kostet so um die 100 Euro bei Pretty Nail Shop. Ich verlinke euch das Ganze unten in der Infobox. Dann kommt ihr direkt auf deren Seite.
Und das war es jetzt erstmal zum Fräser. Das war es jetzt auch schon mit dem Video. Ich hoffe sehr, es hat euch gefallen. Es war sehr informativ für euch. Wie gesagt, ich kann guten Gewissens diesen Fräser weiterempfehlen. Für alle, die noch nach einer guten Alternative suchen. Den anderen kann ich halt nicht mehr empfehlen. Ich glaube, Pretty Nature hat ihn aber auch nicht mehr im Sortiment. Kauft euch den neuen. Ich verlinke ihn euch gerne unten. Und ja, ich hoffe, das kurze Video hat euch gefallen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dann. Ciao.